Hallo und willkommen zurück in meinem Laber-Format, dem Classic Einblick, wo ich wieder einmal darstellen werde, wie ich in meiner Classic-Welt vorangekommen bin. Es könnte sich wieder ein wenig strecken, also wer ein Freund von kurzen Videos ist, für den ist dieses Video wahrscheinlich nicht so interessant. Allerdings geht es um das Spielen im Classic-Format, also eine besondere Art und Weise, Forge of Empires zu spielen, und zwar ohne, dass man Eventgebäude baut und so, dass man legendäre Bo Gebäude nur bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Zeitalter aufstellen darf, in dem man selber gerade ist. Also, falls ihr das noch nicht kennt und euch das eventuell selbst reizt, dann schaut doch mal vorbei bei uns auf der Welt hier in, na, wo sind wir hier? In Uceria und in der Gilde Sock Nation Classic. Denn wir spielen hier alle auf diese Art und Weise und unterstützen uns dabei natürlich gegenseitig. Okay, ich will euch mal zeigen, wie weit ich gekommen bin seit dem letzten Video, was ich zu diesem Thema gemacht habe. Das ist jetzt, naja, schon zwei Events her, weil ich beim letzten Event keine Aufnahme gemacht habe. Aber es ist ja so ein bisschen meine Tradition, dass ich immer zu einem Ende eines Events ein Video mache, was die Entwicklung in Classic darstellt. Und ja, dadurch, dass ich einfach beim letzten Event kein Video gemacht habe, hat sich jetzt ein bisschen mehr verändert. Ich möchte gleich mal darauf eingehen, wie sich meine Stadt entwickelt hat. Und zwar habe ich leicht umgebaut, aber vor allem habe ich auch wieder zwei neue legendäre Gebäude gestellt und bin jetzt sozusagen im frühen Mittelalter erstmal gesättigt, weil ich erstmal alle Gebäude aufgestellt habe, die überhaupt möglich sind, bis ins frühe Mittelalter aufzustellen. Denn neu hinzugekommen sind jetzt im frühen Mittelalter noch der Aachener Dom und der Galaterturm. Der Galaterturm war ja früher ohne Zeitalter und ist inzwischen ein Gebäude mit Zeitalter, und zwar dem Zeitalter frühes Mittelalter, und der Aachener Dom ebenso. Der Aachener Dom ist natürlich besonders wichtig, weil er eben eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten ist, die Kampfkraft zu steigern im Classic-Modus. Wenn man mal hier auf den Überblick geht und die Boost-Übersicht, dann seht ihr hier, dass meine Kampfkraft aktuell nur gesteigert wird durch die Zeus-Statue, den Aachener Dom und meine aktuelle Ausbaustufe im Burgsystem. Ich bin jetzt hier beidseitig bei plus 55%, das ist also nicht besonders viel, aber es gibt halt auch wenig Möglichkeiten, sonst an zusätzliche Prozente zu kommen, was die Angriffskraft angeht. Ja, also es hilft eigentlich nur, weiter am Burgsystem zu arbeiten und die legendären Gebäude aufzuleveln. Irgendwann ganz weit viel später, ich glaube so ab morgen, Gegenwart, gibt es dann Militärgebäude, die eben Kampfkraft plus Kampfkrafteffekte haben werden. Aber davon sind wir noch ganz weit entfernt. Ja, dann schauen wir doch mal auf die beiden neuen legendären Gebäude. Den Aachener habe ich ja gerade schon erwähnt. Der ist natürlich gewissermaßen ein Segen für die Kampfkraft, um einfach hier besser voranzukommen. Ich bin jetzt hier auf Stufe 4 und auf jeder Stufe gibt er ja weitere 5, nee, weitere 3%. Und das wird jetzt hier auch nicht mehr allzu lange dauern, bis ich da bei 30% lande. Bei der Zeus-Statue bin ich ja jetzt schon bei 31%, weil ich die auch schon auf Stufe 11 aufgelevelt habe. Und den Aachener Dom werde ich jetzt auch zügig auf Stufe 10 bringen. Ebenso gestellt habe ich den Galaterturm, der ja auch sehr hilfreich ist, weil er einfach recht viele Güter auf sehr kleinem Raum liefert. Der Plünderschutz, der ist, naja, vielleicht nicht so uninteressant, auch für mich hier in der Nebenwelt. Gerade jetzt um Weihnachten herum habe ich nicht oft reingeguckt,
in die Nebenwelt und relativ wenig gemacht. Und dadurch kam es durchaus schon mal vor, dass ich geplündert wurde. Und vielleicht kann der Galataturm dann, wenn er denn ein Stück weit hochgelevelt ist, dann tatsächlich auch den ein oder anderen Plünderer mal davon abhalten, dass meine Vor- oder meine Güterproduktionsgebäude geplündert werden. Genau. Einerseits produziert der Galataturm Güter und andererseits hemmt er natürlich die Plünderung. Und den Turm zu Babel und den Leuchtturm von Alexandria habe ich ja nun inzwischen bereits auf Stufe 10 aufgelevelt und die produzieren mir auch relativ zuverlässig Güter aus meinem Zeitalter. Und das ist natürlich auch eine große Hilfe. Ach, wo klicke ich denn jetzt hier rum? Wo finde ich denn meine Güter? Genau, so, frühes Mittelalter sieht schon wieder sehr, sehr gut aus, ja. Also man sieht ganz klar, wo ich meine Produktionsboosts habe und da gehen die Güter natürlich durch die Decke, aber dank der ja, anderen, der legendären Gebäude, die ja gleichmäßig Güter aus allen, von allen, von jeder Sorte produzieren, geht es halt auch hoch. Auch ja, wenn ich jetzt nicht besonders viel handle. Das ist so eine Sache, die sollte ich jetzt mal wieder machen, dass ich mal die Güter so ein bisschen ausgleiche. Aber wie gesagt, ich habe jetzt relativ wenig hier reingeguckt, täglich geerntet, klar, aber sonst nicht so viel gemacht. Die Forge-Punkte dann eben investiert und die legendären Gebäude hochgebracht. Ich glaube, mein Leuchtturm von Alexandria und auch mein Observatorium waren beim letzten Video auf jeden Fall noch nicht auf 10. Und auch das Observatorium ist natürlich für die Gilde schon echt gut. Wo ist es denn? Da. Das steckt jetzt hier täglich 8 Güter in die Gildenkasse von jedem Gut von mir. Und das ist natürlich auch nett. Schauen, können wir mal kurz reingucken in die Gildenkasse. Kasse. Ja, die sieht eigentlich ganz gut gefüttert schon aus in den unteren Zeitaltern. Das muss man schon sagen. Kalkstein ist ein bisschen wenig hier. Aber sonst sieht es schon ganz gut aus. Und auch wenn man hier ein bisschen höher geht, sieht es schon nicht schlecht aus. Aber natürlich wird es dann nach oben hin schon ziemlich dünn. Ich glaube, unser bester Spieler ist in der Gegenwart. Und da kommen jetzt so langsam ein paar Güter rein. Aber es ist halt wenig. Genau. Was sich noch entwickelt hat, ist, dass ich mir die Botschafter besorgt habe. Und zwar alle Botschafter, beziehungsweise, ja, also alle Botschafter, die mir einen Forgepunkt bringen. Ich weiß gar nicht, wo ich da beim letzten Mal gestanden habe. Ich glaube, ich hatte nur einen oder vielleicht zwei Botschafter. Und ich habe jetzt auch gar nicht weitergespielt, aber das sind jeweils die ersten Botschafter, die einen Forgepunkt bringen in der Kolonie. Und ich habe ja jetzt erst die Möglichkeit gehabt, drei Kolonien zu spielen und die nächsten Kolonien werden ja erst freigeschaltet, wenn ich einen bestimmten Punkt in der Forschung erreicht habe. Jetzt bin ich mir unsicher, aber ich glaube, in der Kolonialzeit ist auf jeden Fall dann genau hier gibt es die Azteken und im späten Mittelalter scheint es das Mogulreich zu geben. Kann ich ja auch mal aufklappen. Wo ist denn hier? Höhere Bildung. Da gibt es das Mogulreich. Okay. Genau. Also das späte Mittelalter, das würde ich dann wahrscheinlich auch. Ach Quatsch, das späte Mittelalter ist ja auch noch in weiter Ferne. Also ich würde dann wahrscheinlich irgendwann das Hochmittelalter anfangen. Ich werde vermutlich mir noch ein bisschen Güter einsammeln, dass ich da nicht so ganz, ja, ohne Materialien reingehe. Dass ich mir vielleicht ein paar von den Gütern, die ich jetzt schon angesammelt habe, versuche aus dem hohen Mittelalter runterzuhandeln. Aber es sieht auch ein bisschen. Achso, doch, das sind ja meine Güter, genau. Und da sieht es okay aus. Also ich habe halt noch nicht viel, klar. Aber
Ich glaube, es sind einige Spieler aus der Gilde auch im Hochmittelalter. Es haben sich zumindest Güter in der Gildenkasse angesammelt, sodass es vielleicht funktioniert und diese Handel dann eben auch angenommen werden, sodass ich an Güter aus dem Hochmittelalter komme. Genau, und ich mich entsprechend schon ein Stück weit vorbereiten kann. Aber das werde ich jetzt in diesem Event nicht mehr machen. Das bringt mir jetzt an der Stelle auch nicht mehr ganz so viel. Ich habe jetzt gewissermaßen auch auf diesen Punkt gewartet, wo es nochmal Medaillen gibt zum, ja, als Tagespreis, um, ja, sozusagen nochmal ein Gut zu bekommen oder einen Tagespreis zu bekommen, der mir was nutzt. Es ist ja so, dass ich jetzt hier auf meine nächste Siegerweiterung spare mit 12.000 Medaillen. Und das geht halt langsam voran. Und für die meisten Tagespreise habe ich halt überhaupt gar keinen Nutzen. Und daher sind die Medaillen einfach auch das, worauf ich eigentlich bei fast jedem Event warte. Es gab jetzt nur mal eine Ausnahme, wo auch ja, so ein Kit möglich war zu bekommen, das eben auch Forgepunkte beinhaltet hat. Genau, und da habe ich dann, bin ich dann auch mal da drauf gegangen und habe mir ein paar Forge-Punkte geholt, um die dann eben, um damit eben meine legendären Gebäude ein Stück weit auszubauen. Aber ich glaube, das hatte ich auch in irgendeinem Video mal bereits gezeigt. Genau, dieses Mal werde ich wieder Medaillen einsammeln und das werde ich jetzt hier mit meinen verbleibenden Wintersternen auch tun. Und dann werde ich auch die Matches ausgeben. Und ja, bekomme jetzt hier natürlich auch diese anderen Preise. Es lohnt sich natürlich dann entsprechend, wenn man jetzt im Zeitalter höher geht, auch die dann gleich ein Event zu beenden und diese Preise hier einzusammeln, weil man dann eben auch die Möglichkeit hat, schon spezielle Gebäude aus dem neuen Zeitalter einzusammeln und auch Güter aus dem Zeitalter einzusammeln. Genau, hier gibt es auch die Güter. Ja. Aber auf die werde ich jetzt verzichten, weil von denen habe ich ja bereits einige gesammelt. Und vielleicht werde ich dann beim nächsten, beim kommenden Event, beim Forgepool-Event, dann im Zeitalter höher gehen, ins Hochmittelalter wechseln und da die Möglichkeit nutzen, da dann entsprechend die Einsammlung vorzunehmen, nachdem ich das Zeitalter gewechselt habe. Achso, zwei Zeigen hatte ich ja. Ah ja, das habe ich jetzt natürlich. Das war jetzt dumm. Das kann ich mir nachher im Video nochmal angucken, was ich da gerade für eine Dummheit gemacht habe. Da, ich habe das zwei Zeigen aufgedeckt und dann einfach, ohne nachzugucken, was es gab an Preisen, die mir gezeigt wurden. Ja, hier gibt es mir zum Beispiel Medaillen. Das sind jetzt nicht die, ist jetzt nicht der Hauptpreis, aber die nehme ich trotzdem. Auf das nächste Feld geklickt und das war natürlich Mischen. So. Na, 200 Medaillen. Das ist der Hauptpreis. Nee, 600 Medaillen sind der Hauptpreis. Da habe ich sie nochmal bekommen. Na, sehr gut. Okay. Dann habe ich die bekommen. Reicht das jetzt für eine weitere Erweiterung? Noch nicht, aber wir sind dem Ziel näher gekommen. Nur ein Stück, aber etwas. So, jetzt kann ich die Matches einlösen. Und bekommen damit nochmal einen Haufen Preise, die ich echt nicht brauche. Einerseits der Winterkanal, den kann ich ja nicht aufbauen. Der ist eben ein Eventgebäude. Und genauso der Taktikerturm, der war mal ein Nebenpreis in einem Event. Auch den kann ich nicht bauen. Ebenso schaut es aus mit dem Wunschbrunnen, der mir da schon angezeigt wird. Als Preis nach dem nächsten Upgrade-Kit für den Winterkanal. Auch diesen kann ich nicht aufbauen. Der ist jetzt aktuell immer Nebenpreis, aber der war tatsächlich auch einmal Hauptpreis vor ganz, ganz langer Zeit, wo es den ersten Wunschbrunnen gab. Aber hier sehen wir auch, was für was es sich lohnt, die Matches hier auszugeben. Wie heißen die eigentlich? Streichhölzer. Streichhölzer auszugeben.
Und da werden wir gleich mal schauen, wie viele Medaillen ich da bekomme. Das hoffe ich mal, sind noch mal ein paar mehr. Ja, es sind die 600. Naja, gut, 600, aber immerhin. Jetzt gibt es nochmal den Winterkanal und danach gibt es nochmal Forge-Punkte. Forge-Punkte sind natürlich dann auch immer wieder gern genommen. Auch wenn ich natürlich auch gewissermaßen ein bisschen Probleme habe, die zu verteilen. Ich habe auch gerade schon meine Einzahlung gemacht in die verschiedenen legendären Gebäude meiner Gildenkameraden, in die Ketten, sodass ich jetzt schauen muss, wie ich die 50 Forge-Punkte unterbringe. So, und jetzt gibt es nichts mehr, was ich noch gebrauchen kann. Dieses Einlagerungskit kann man nicht verwenden im Classic-Modus, weil man damit eben nur Spezialgebäude einlagern kann. Ich habe keine. Das gleiche ge würde gelten fürs Renovierungskit. Auch damit kann man nur Spezialgebäude auf die nächste Stufe bringen. Und diese kann ich eben nicht aufbauen. Darf ich nicht aufbauen, nach den Classic-Regeln. So, ja, jetzt habe ich hier wieder einiges im Inventar angesammelt. Vieles, was ich nicht verwenden kann. Ich hebe mir so ein paar Sachen, hebe ich mir eigentlich immer noch auf, so dass ich sie dann irgendwann vielleicht doch noch mal vielleicht doch noch mal aufbauen kann, falls ich dieses Classic-Projekt doch irgendwann nicht mehr weiter betreibe. Aber eigentlich ist es schon ganz bequem. Also so wirklich aufwendig ist es nicht. Ich spiele halt hier, wenn ich Lust drauf habe. Auch das mit dem Motivieren nehme ich aktuell nicht mehr ganz so ernst, muss ich gestehen. Mache das nicht mehr täglich. Aber naja, gerade jetzt um Weihnachten rum haben alle meine Welten gelitten, muss ich sagen. Also vor Weihnachten, also einen Tag vor Weihnachten bis jetzt eigentlich, bis heute, war ich fast gar nicht aktiv. Ich habe eigentlich fast jeden Tag nur meine Tagesernte eingesammelt und bin wieder abgezischt. Mal abgesehen von meiner Hauptwelt, da habe ich vielleicht hin und wieder mal auch noch die Burgsystem-Sachen abgegrast, also ein paar Verhandlungen gemacht, ein paar Kämpfe gemacht und ja, das dann eben, wenn möglich, auch mit den Gildengefechten verbunden und natürlich für die Gilde auch die Gildenexpedition durchgespielt. Aber mehr habe ich nicht gemacht. Und auf den Nebenwelten war ich auch tageweise gar nicht aktiv. Also habe ich nicht mal die Tagesernte eingesammelt. Aber so ist das dann eben. Um Weihnachten rum ist auf jeden Fall eine Phase, wo dann auf jeden Fall Family First gilt und ich das auch hier einfach mal ein bisschen ruhen lasse. So, wo sind wir denn jetzt angekommen, was die Medaillen angeht? Ich glaube, jetzt müsste man wirklich noch 1600, dann hätte ich die nächste Erweiterung freigeschalten. Genau. Okay. Kann ich irgendwo noch meine Forgepunkte platzieren? Also ich kann jetzt hier erstmal in dem Leuchtturm von Manski über die 1,9er Förderung nochmal 29 platzieren. Diese Forgepunkte bekomme ich natürlich nicht alle zurück, aber die sind hier zumindest mal sicher angelegt und ich bekomme dafür eben dann auch die Blaupausen für den Leuchtturm, beziehungsweise die eine Blaupause für den Leuchtturm und 12 Medaillen. Und die nehme ich doch auch gerne mit. Ich müsste mir mal vielleicht mal die Schlitten angucken. Ja gut, für meine Classic-Welt ist es maximal uninteressant. Ich könnte ja hier nur 50 Forge-Punkte und die Medaillen nutzen und dafür 3000 Medaillen ausgeben. Nee, ich glaube, das lohnt sich in keiner Welt. Ja, aus meiner Sicht lohnt sich das in keiner Welt. Okay, so 36
Forge-Punkte sind noch zu verteilen. Hier seht ihr, ich bin schon in allen Ketten drin. Hier kann ich nochmal drei unterbringen. So, und das war's dann aber auch leider, oder? Jetzt bin ich auch wirklich in allen Ketten drin. Und sonst gibt es nichts mehr. Vielleicht nochmal irgendwo beim Gerüstabbau helfen. Ist aufgebaut. Kann ich nicht mehr helfen. Gut. Eine andere Sache, die ich vielleicht noch machen wollte jetzt, war die Gildenexpedition durchzuhandeln und anschließend auch noch mal alle zu motivieren. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein mit Verlusten. Ist dann mal so. 200 Alabaster auch nett. Oder ich verhandle jetzt. Genau, ich werde mal hier noch das zu Ende verhandeln. Genau, die Motivation habe ich ja schon gemacht nebenbei, hatte ich so ein bisschen erzählt. Gehe ich hier die Leiste auch noch durch von den Freunden und kann hier nochmal zusätzliche Forge-Punkte einsammeln, die ich dann irgendwie verteilen muss. Leider ist hier gerade niemand online. Vielleicht hätte ich doch streamen sollen. Ich habe kurz überlegt, ob ich das streame. Mein Klassik-Einblick, das wäre ja auch so ein Format, was sich eigentlich ganz gut streamen lässt, weil ich ja jetzt auch hin und wieder streame. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, den Classic-Einblick so aufzunehmen, dass ich den für YouTube aufnehme, so wie bisher, und für Twitch streame. Und es ist jetzt einfach eine unschöne Zeit. Es ist jetzt 1:30 Uhr. Ich werde auch gleich, wenn ich hier fertig bin, ins Bett verschwinden. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt gestreamt hätte, wäre jetzt nicht mal unbedingt irgendjemand online gekommen und hätte eine Kette belegen können. Aber vielleicht ist ja eine geringe Chance, weil ja doch recht viele auch von denjenigen, die auch öfter mal bei den Streams reinschauen, hier tatsächlich in der Classic-Gilde sind. Hätte es vielleicht eine geringe Chance gegeben, dass man sich hätte mal da so ein bisschen durchtauschen können. Vielleicht sollte ich das mal ans Auge fassen fürs nächste Mal, dass ich vielleicht den Classic-Einblick einfach parallel streame. Ich habe das, wie gesagt, kurz überlegt, aber die Infrastruktur ist halt jetzt aktuell so nicht vorbereitet. Meine Aufnahmeinfrastruktur, die würde jetzt gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch streamen, wenn ich auf Stream drücke und würde nicht aufnehmen. Genau, und dann hätte ich das gerne eigentlich weiterhin so fortgesetzt, dass ich das auf YouTube hochlade und auf Twitch streame. Das geht ja alles. Aber dazu müsste ich das, naja, umstellen und testen. Genau. Gut, jetzt bin ich hier, glaube ich, mit der. Ne, ich glaube, ich habe inzwischen hier meine Freundesliste auch voll. Das ist auch so eine Sache, die sollte man auf jeden Fall angehen, dass man die Freundesliste voll kriegt, weil man ja die Motivation auch gebrauchen kann. Und gerade wenn man Classic spielt, braucht man die Motivation noch zusätzlich, weil man wenig Gebäude hat, die man nur alle 24 Stunden erntet. Also man könnte natürlich jetzt hier in allen Produktionsgebäuden 24 Stunden Produktion anstellen. Das hätte sich jetzt tatsächlich auch gelohnt für mich, das zu tun über die Weihnachtstage, aber ich habe es tatsächlich nicht ein einziges Mal gemacht, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, weil ich normalerweise immer ja auch gucke, dass ich hier meine täglichen Herausforderungen abschließe und mich dann danach richte und sonst vielleicht alles 8 Stunden, also alle 8 Stunden einsammle. Und wenn ich es dann eben nur zweimal am Tag einsammle, dann ist es eben auch gut. Aber wenn man
sehr sicher nur einmal am Tag online ist, so wie ich das jetzt die letzten Tage war. Dann irgendwie meistens kurz vorm ins Bett gehen. Dann hätte ich das schon machen können mit den 24-Stunden-Produktionen. So, jetzt bin ich durch. Hab alle durchmotiviert. Und da muss ich mal gucken, wo ich jetzt die Forge-Punkte bei mir noch reinstecke. Ich habe ja hier den Aachener Dom für mich selbst noch am Leveln. Ja gut, dann stecke ich sie hier rein. Bin ich noch nicht mal bei der 1,99er Förderung angelangt. Okay. Soweit, so gut. Ich könnte natürlich jetzt hier auch die kulturellen Siedlungen weiter fördern, um dann zu einem der nächsten Botschafter zu kommen. Könnte man natürlich auch ein bisschen gucken, was sich jetzt hier lohnt. Das wäre jetzt hier Vorräte in meinem Zeitalter, ist jetzt nicht so besonders sinnvoll in Ägypten. In Japan sind es eine Einheit. Das ist nicht schlecht, eine ungebundene Einheit. Beim nächsten Botschafter. Und bei den Wikingern halt. Da wären das Medaillen auch okay. Aber die Menge ist, glaube ich, sehr gering. Also die ungebundene Einheit der Japaner ist, glaube ich, am sinnvollsten. Vielleicht starte ich die Siedlung jetzt einfach mal. Ich starte die jetzt einfach mal. Und der wird jetzt das hier ganz gemütlich, aber es dauert ja wirklich ewig, ne? Also ich muss ja jetzt hier erstmal das viermal durchspielen, bis ich an die Botschafterin komme. Aber vielleicht geht sich das auch ungefähr aus mit meinem Fortschritt in den Zeitaltern, bevor ich im späten Mittelalter bin und dann das Mogulreich anfange. Genau, dann würde ich halt sie bekommen und den Slot, den brauche ich auch nicht, weil ich den schon habe über meine Burg. Also den nächsten Slot gäbe es ja eigentlich erst für den Botschafter beim übernächsten Botschafter, also hier, wo man dann auch noch einen Slot dazu bekommt. Aber ich habe eben schon einen Slot bekommen über meine Burg. Und kann also den Botschafter oder die Botschafterin ohnehin schon einsetzen, sofern ich dann soweit bin. So. Okay, das hier hätte ich schon mal abgeschlossen. Japaner erinnere ich mich gar nicht mehr. Toro. Die fünf sind auch schnell gebaut. Und ein Sojabohnenfeld kriege ich noch nicht hin, anscheinend. Das passt ja auch da leider nicht hin. Der Schnitt ist schlecht, den ich hier angelegt habe. Das muss dann dahin. Das geht aber. Machen wir es so. Erstmal, die stelle ich schon mal hier irgendwie ab. So. Das muss noch aufgebaut werden. Andererseits brauche ich das ja auch gar nicht mehr. Wenn es mir keine Münzen produziert, brauche ich es ja auch gar nicht. Und ich muss es fürs Sojabohnenfeld wegreißen. Baue ich hier gerade so unglücklich, dass das nicht sinnvoll funktioniert, oder? Ich kann mir ja noch ein paar Straßen sparen, wenn ich das nach unten verschiebe. So. Ja, viel bringt mir das auch nicht. Da ist auch noch wieder eine Ecke zu viel.
Tja, wäre das Sojabohnenfeld in diesem Format, würde es problemlos gehen, aber es ist leider in dem anderen Format. Moment, jetzt habe ich es, glaube ich, oder? So? Ja. So klappt es. Okay. Okay, hier muss noch eine Straße hin. Dann kann diese Straße weg. Kostet die hier was? Habe ich jetzt hier Münzen versaut? Nein, habe ich nicht. Ist tatsächlich noch kostenfrei. So. Und da noch ein Tor hin. Und das ist auch angebunden. Ah, nein. Habe ich hier doch ein Haus ohne Anbindung. Egal, dann kann es in die Tonne. Ich habe das, 45 Diplomatie, kriege ich aber jetzt vielleicht hin, indem ich die Tore stelle. Und dann sehen wir weiter. Dann brauche ich erstmal 10 Sojabohnen. Ja, kann ich dann morgen starten. 45 Diplomatie, die habe ich dann wahrscheinlich gleich. Es gibt ja 6 Stück. Das heißt 24 plus 30 wären 54. Und dann kann ich diese Quest noch abschließen. Obwohl sie mir nicht viel bringt. Genau, und das Gute an den Japanern war eben dieser Händler, der einen wirklich gewissermaßen nach vorne katapultiert, weil der einem schon sehr früh die besten Güter geben kann. Also man braucht ja hier über die Zeit Instrumente, und es kann natürlich sein, wenn man Glück hat, kommt gleich als erstes die Möglichkeit, Instrumente zu kaufen. Ah, Shinto-Schrein gibt es hier auch als nächstes, also auch die Münzen sind hier kein Problem, nicht so wie im Ruhlreich. Und wenn man die Instrumente schon kaufen kann, dann kann man natürlich sehr schnell sehr große Flächen freischalten. Genau. Und bei den Japanern, das ist auch so, ich sehe es gerade, es ist auch nicht jedes Feld mit Hindernissen, ups, mit Hindernissen belegt. Ja, ich wollte nochmal mein Hauptquartier verschieben. Geh mal weg. Ja, hier ist ein Hindernis auf der Ecke, hier sind zwei, aber dieses Feld hat kein Hindernis und dieses auch nicht. Aber dafür kann man, glaube ich, Hindernisse hier nicht löschen. Aber das sollte kein Problem sein. Gut, dann habe ich alles soweit durch. Hier noch einmal den Forge-Punkt einsetzen. Dann bin ich hier auch kurz vor der nächsten Burgstufe. Was gibt es denn da als nächstes? Da würde ich dann bekommen die neuen Porträts, einen weiteren Botschafter-Slot. Also dann hätte ich auch schon den Slot für noch einen weiteren Botschafter. Oder sehe ich das jetzt falsch? Kann es sein, dass ich das schon bekommen habe? Schon bekommen? Nee, ich müsste das schon bekommen. Nee, ah, jetzt habe ich drüber geblättert. Ich müsste das schon bekommen haben. Denke ja. Ja. Also. Was gibt's dann? Ein Antiquitätenhändler-Slot. Mehr Angriffsboost. Ja, weniger Abklingzeiten und sowas. Okay, naja. Und dann natürlich hier einfach mehr Punkte, ne? Also mehr Forge-Punkte, mehr Güter des eigenen und des vergangenen Zeitalters. Das ist auch alles recht hilfreich, gerade so für kleinere Spieler. Wie ich es ja hier auch zwangsläufig bin, weil auch der Fortschritt durch die Zeitalter eine Sache ist, die hier sehr viel Zeit benötigt. Hier hat mir netterweise jemand Fremdes so Forge-Punkte rein investiert. Mit über 1,9er Förderung. Werde ich demnächst auch angehen, dass ich die Zollstatue dann mal auf 12 bringe.
Obwohl sich die natürlich nicht lohnt. Auf 13 lohnt sie sich dann wieder. Da gibt es ja dann 32%. Gut, jetzt wollte ich aber noch als letzte Tagesaktion die Gildenexpedition Stufe 3 spielen. Muss dafür Medaillen investieren. Eieiei. Aber so ist das eben. Ich sollte sie einfach durchspielen und natürlich habe ich es letzte Woche nicht gemacht, in der Weihnachtswoche, weil es sich einfach lohnt, sie durchzuspielen. Nicht nur für die Gilde, wobei das der Gilde, glaube ich, hier nicht ganz so wichtig ist. Ich weiß nicht. Na klar, doch, fürs Gildenlevel hilft schon auch. Sondern auch für mich, um eben mehr Forgepunkte, mehr Einheiten, mehr Güter, mehr Blaupausen zu bekommen. Denn das sind die Dinge, die wichtig sind hier in Classic. So, und jetzt muss ich gleich an die Medaillen ran. Wenn ich nicht nochmal Glück habe mit den Versuchen hier. Hier kann ich nochmal zwei gewinnen. Mit ein bisschen Glück gewinne ich die auch. Na, wo bin ich jetzt? 5-2. 5-2. Okay. Ja, der Alternativpreis wäre jetzt auch nicht so gut, aber ich gewinne einen Alternativpreis. Ist es so? Dann muss ich jetzt gleich mal in die Medaillentruhe greifen. Aber die habe ich vorrätig und da gehen mir jetzt auch nicht so viele von abhanden. Das sind 2, 4, 7. Nehme ich erstmal die. Ich glaube, danach gibt es wieder eine Chance auf Medaillen. Jetzt habe ich 7 Medaillen eingesetzt. Das sind doch Peanuts. Inzwischen sind das Peanuts. Klar, 7 Medaillen sind auch was, wenn man auf die erste Medaillenerweiterung spart oder auf die zweite oder dritte. Aber jetzt ist das nicht mehr so der Rede wert. Und ich habe ja vorhin allein über die ja, über das, na, das Ausgeben der Eventwährung bestimmt 2000 eingenommen. 2000 Medaillen. 50-50 Chance. Glück gehabt. Ja, und natürlich kann ich die Gebäude, die ich jetzt hier bekomme, auch beim Antiquitätenhändler verkaufen. Das ist natürlich auch eine Sache, die man in Classic machen kann. Und dafür kauft man sich dann eben Dinge beim Antiquitätenhändler, die man in Classic auch verwenden kann. Ich habe mir zum Beispiel vor 24 Uhr ein Forgepunkte-Paket gekauft. Ja, jetzt habe ich hier die Versuche gewonnen. Aber in 2 Schritten gibt es keine weiteren Versuche. Aber immerhin. Dann muss ich jetzt zumindest nicht ganz so viel mehr ausgeben.
bin ich immer noch bei 7. Ich kann das hier auch noch kämpfen. Gerade so am Anfang von Stufe 3. Die Begegnung, die schaffe ich inzwischen auch durch Kampf mit meinen geringen Kampfboni. Allerdings muss ich die oder zumindest einige davon schon im manuellen Kampf angehen, um das noch durchzustehen. Und ich muss genügend gebundene Einheiten dafür parat haben, sodass ich nicht zu viele ungebundene opfern muss. Aber das würde mir jetzt hier einfach zu lang dauern. Jetzt bin ich bei 10, 14 ausgegebenen Medaillen. Auch 100%. Der FOE-Helfer tut seine Dienste. Mal Glück gehabt, hier gibt es nochmal eine Chance auf 4 Versuche. Mal schauen, ob es bei 14 Medaillen bleibt. Oder ob ich gleich nochmal ans Gesparte gehen muss. Was ja eigentlich für die nächste Erweiterung gespart ist. Ne, gibt wieder. So. 19, 25, 32 und 41, wenn ich mich nicht verrechnet habe. So. Ich mache das so, wie ich das auch schon in den Videos zu den Gildengefechten gemacht habe, dass ich meistens nur 4-mal Medaillen kaufe, weil es dann ab der vierten Station wieder eine Chance darauf gibt, Medaillen zu gewinnen. Und um nicht umsonst Medaillen zu kaufen, kaufe ich mir eben nur immer die, oder Medaillen zu verbrauchen, kaufe ich mir eben immer nur die Versuche, die ich aktuell tatsächlich brauche, um wieder bis zu der Station zu kommen, wo es wieder die nächsten Medaillengewinne gibt. Versuchsgewinne gibt, nicht Medaillengewinne. Und in diesen unteren Stufen ist es tatsächlich auch immer so, dass es, wenn ich das jetzt hier nicht falsch gesehen habe, dass der Alternativpreis zu Medaillen immer Münzen und Vorräte ist. Das heißt, wenn man jetzt die Versuche gewonnen hat, dann hat man im Grunde auch nichts verloren, wenn man irgendwie einen anderen Preis nicht bekommen hat. Ja, nochmal 25 Diamanten. Das ist natürlich auch ein guter Grund, hier die Gildenexpedition zu spielen. Und das geht natürlich aufs Konto meiner Hauptwelt. Wobei natürlich geht es auch so ein bisschen hier auf dieses Konto, weil ich habe schon ein paar Diamanten ausgegeben, um mir die Erweiterung freizuschalten, die ich bisher freischalten konnte. Weiß ich gar nicht, ob ich alle freigeschalten habe mit Diamanten. So, jetzt habe ich Pech gehabt, wieder keine Versuche gewonnen. Ich würde jetzt nochmal 4 kaufen. 51. Ja, ne? 51. Dann 63. 78. Und 96.
Der Preis steigt natürlich. Ich glaube exponentiell. Aber wenn man in einem geringen Zeitalter ist, dann ist einfach der Startpreis geringer, weil man noch bei einem oder bei zwei Medaillen anfängt. Eine Eisenzeit bei einer Medaille, in der im frühen Mittelalter bei zwei Medaillen. Und dadurch kommt man noch nicht ganz so schnell, ganz so hoch. Und ich glaube auch die Funktion, wie der Preisanstieg ist, ist anders. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob das mal irgendwo genau erklärt ist. Vielleicht im FOE-Fandom-Wiki. Wenn ich da wäre, wo sonst? Auf jeden Fall hat es Chris Schuh in seinem Mathe-Thema nicht behandelt, was die Steigerung der Versuchskosten hier betrifft. Wäre vielleicht auch nicht uninteressant, dem mal auf den Grund zu gehen. Obwohl es natürlich Spielerei ist, also wichtig ist es nicht wirklich. Es ist meistens so, dass sich das eigentlich ganz gut verträgt. So, hier hätte ich wieder die Chance, nach der Begegnung dann eben vier Versuche zu gewinnen und mehr brauche ich auch nicht. Dann werden es hier 1, 2, 3 Begegnungen noch und Stufe 4 schalten wir derzeit noch nicht frei in der Gilde. Wobei das vielleicht dann doch irgendwann mal möglich sein wird, wenn die entsprechenden Güter in die Kasse kommen. Also ich habe ja, wie gesagt, ein Observatorium gebaut, damit schon mal automatisch Güter in die Kasse gespendet werden, unabhängig davon, ob ich jetzt selbst was reinspende oder nicht. Aber ich wäre auf jeden Fall auch bereit, Güter zu spenden. Ich war jetzt bei 96, denke ich. Ich vergesse es jetzt schon. Dann bin ich jetzt bei 117, dann bei 100 und 123 und 143 und dann bei 174. So, 174 Diamanten, ach Diamanten, Medaillen ausgegeben, um die Gildenexpedition durchzuspielen, ist vertretbar. Hätte man besser machen können, indem ich einfach schon weiter durchgekommen bin, wäre. Idealerweise durch Kämpfen hier bis zum Anfang der dritten Stufe. Aber es ist halt nicht so. In anderen Wochen schaffe ich es vielleicht wieder. In wieder anderen Wochen vergesse ich die Gildenexpedition Stufe 3 durchzuspielen. Oder bin zu beschäftigt. So, jetzt ist es aber auch gleich geschafft. Mal gucken, ob ich hier nochmal 100 Diamanten bekomme. Das wäre ja ein Träumchen. Die anderen Preise sind, ja, die Fortschrittspunkte wären noch okay, aber sind jetzt nicht benötigt, sage ich mal so. Diamanten wären toll. Fünfzig habe ich ja schon gewonnen, mindestens. Und ich würde jetzt hier auch Diamanten einsetzen für die Begegnung.
Sollte ich die so nicht schaffen, oder? Ich habe auf jeden Fall vergessen, wie viel Medaillen ich ausgegeben habe bisher. Jetzt habe ich es vergessen. Nee, ich breche nochmal ab. Genau, man bezahlt jetzt natürlich trotzdem mehr. Also wieder mehr als vorher. Ach, die Chance ist ja eh nur 8%. Ach, ich glaube, ich habe jetzt. Jetzt sind die 15 Minuten rum, deswegen ist es nur noch 8%. Naja, hätte ich jetzt doch im letzten Versuch beenden sollen. Da waren die 15 Minuten noch nicht rum. Naja, nun habe ich Pech. Jetzt muss ich es durchziehen. Muss ich nicht, aber jetzt ist klar. Ach nee, ist noch nicht klar. Es gibt vier Möglichkeiten. Gut. Dann jetzt nochmal den kurzen Schub. Ja, habe ja eh den kurzen Schub ausgegeben. Aber ich habe ja die. Jetzt kostet es 44. Beim nächsten kostet es dann 53. Also es steigt immer, egal wie viel, bei welcher Station man ist. Also es steigt immer weiter. Je mehr man sich kauft. So. So, jetzt wird's, und zwar ohne den Einsatz von Diamanten. Und wenn ich jetzt bei den Worten Diamanten und Medaillen und Versuchen durcheinander gekommen bin, dann tut es mir leid, aber diese 100 Diamanten, die ich jetzt nochmal als Belohnung bekomme, die entschädigen alles. Okay, ich hatte Glück gehabt. Das war sehr erfreulich. Und ich habe jetzt auch so viele Forge-Punkte bekommen, sodass ich hier auch den Ausbau meines Aachener Doms ausschreiben kann. Und ich freue mich natürlich über jeden, der da ein Angebot annimmt und werde das jetzt das gleiche vorbereiten für den Galataturm. So, okay, und ich bin kurz vor Stufe 5, Stufe 6 im Burgsystem. Gut, das soll es jetzt gewesen sein zu diesem Video. Es wurde, ja, glaube ich, gar nicht so unlang. Ich sehe gar nicht, wie lange es jetzt gerade schon aufnimmt, ehrlich gesagt. Irgendwie hat das Video, ah ja, da unten, 53 Minuten. Gut, wie es immer so ist beim Classic-Video, es dauert länger und ich danke euch wieder fürs Zuschauen und werde es hier wieder relativ ungeschnitten einfach hochladen. Ich glaube, ich habe keinen groben Patzer drin, deswegen werde ich es einfach so hochladen. Von daher, genau, ihr kennt das Format. So ist Classic. Und das nächste Video wird wieder so sein und vielleicht gibt es dann beim nächsten Mal den Aufstieg ins Hochmittelalter. Müssen wir mal schauen. Ich muss mich auf jeden Fall vorbereiten. Und so viel Zeit ist ja gar nicht mehr, wenn ich. Oh, jetzt ist meine Sitzung abgelaufen. Na, sowas. Wenn ich mir mal den nächsten. Genau, das habe ich jetzt erhalten. Aber nicht am 14.12. Ach doch, wahrscheinlich schon am 14.12. Wird schon einige Tage her sein. Aber die nächste Truhe wird in 11 Tagen geöffnet. Oder ist in 11 Tagen öffnbar. Also bald geht schon das nächste Event los. Also, bis dahin. Alles Gute. Euch ein schönes neues Jahr 2022. Und bis zum nächsten Video. Ciao.